Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mafia 2. So, wir müssen uns mit Joe treffen. Treffen, genau. Treffen. Und zwar, ich schätze jetzt mal in irgendeiner Bar oder Kneipe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wie gesagt, ich habe das Spiel ja damals schon gespielt bei Release. Ich glaube 2010. 2010, ja, 10 Jahre. Kann hinkommen. Auf meinem alten Rechner, der das Spiel auch nur auf mittleren Einstellungen geschafft hat. Aber es sah trotzdem irgendwie cool aus mit dem. Also hier mit diesem ganzen Winterwunderland. Wunderland, nicht Wunderland. Egal. Genug Nostalgie. Jetzt sind wir im Hier und Jetzt, beziehungsweise im Jahr 43. Wenn ich mich recht erinnere. Tja. Ach. Ja. Einen Begrenzer kann man wieder reinmachen, wenn die Bullen da sind. Oder? Ja. Oder vielleicht in Kurven. So. Guck mal, das war doch. Oh, wir müssen unbedingt in die Werkstatt. Was auch geil ist im Sommer. Wenn hier kein Schnee mehr liegt, ne, ist ja normal im Sommer eigentlich. Ist das Fahrverhalten auch ganz anders. Und finde ich cool, dass sie an sowas gedacht haben. Auch schon beim Original, glaube ich. Ne? Ja. Ach, warte mal, hier ist doch irgendwo. Hier müsste das doch irgendwo sein. Hier ist diese komische Hecke in der Mitte auf der Straße. Hier müsste irgendwo. Daran erinnere ich mich. Oder ich müsste mich jetzt total vertun. Ich vertue mich total, okay. Gut. Alter. Schade, dass das so ruckelt. Einer war das ein Restaurant, so ein Schickimicki-Restaurant nachher. Wie gesagt, schade, dass das so ruckelt. Hätte man vielleicht wirklich auf der PS4 Pro spielen müssen. Die ich leider nicht zur Verfügung habe. Aber hey. Jungs. Hat einer von euch Joe Barber gesehen? Barbara? Barbara? Joe Barber, glaube ich, ne? Ist mir auch egal. Rules. Was haben wir hier? Nichts. Jukebox besser nicht. Darf's was zu trinken sein? Ein Whisky, schon unterwegs. Dankeschön. So. Wollen wir mal gucken. Oh, okay. Hey, wo bleibst du denn, Alter? Bin gleich nach deinem Anruf los. Was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiosi, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß. Ja, jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Schau, Henry, alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Vito, ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg die Hand für ihn ins Feuer. Okay, also ich habe einen Job für dich. Bringt gute Kohle. Ich brauche Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein, nein, nein. Ich überlege nur, wie wir das einfädeln können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist dort Putzfrau. Kann die uns helfen? Frag sie doch selbst. Sie heißt Maria Agnello, hier ist die Adresse. Grüß sie von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahle dir $600 pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also, wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, eine Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert. Vorsorge ist besser als Nachsehen. Kapisch? Moment mal, du überfällst hier keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen.
Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Also komm wieder, wenn du die Marken hast. Dann ist Zahltag. Gut, bis später. Viel Glück, Vito. Der Alarm darf nicht losgehen. Das ist absolut nicht meine Art von Mission. Ach ja. Egal. Egal. Ab ins Vehikulu. Vehikulo. Wie auch immer. Wäscherei. Mhm. Oh, mal gucken. Da steht ein Polizist um der Ecke. Um die Ecke. Um die Ecke, um der Ecke. Wie auch immer. Wir sind italienische Einwanderer. Das ist, ne? Wir haben noch nicht so diesen Wortschatz. Wir haben es nicht so mit Grammatik. Ja, hier Lichthupe am Arsch. So. Teilweise finde ich die Musik von damals auch geil. Ich weiß nicht wieso. Es hat irgendwas. So, hier ist ein Restaurant. Ein Diner, Entschuldigung. Und wir müssen jetzt die gute Frau... Ach komm. Wir parken einfach mal hier und nicht auf der Straße. Oh, der gute Mann hat Husten. Husten, wir haben ein Problem. Da geht's nicht rein, also wahrscheinlich hinten rum. Das sieht schon besser aus. Finde. Ne, sieht die Türschilder an, mein erstes Apartment zu finden. Wirklich? Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, Ma'am. Henry Tomasino schickt mich. Er sagt, Sie könnten mir bei einem kleinen Problem helfen. In der Preisaussicht. Ja, habe ich schon gehört. Und was kann ich für dich tun? Ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkutschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Kein Problem. Kriegen wir hin. Ich meine, wir haben ein Auto. Wir haben die Kohle für den Sprit. Setz Maria am Krankenhaus in Uptown ab. Ich hoffe, sie hat kein Problem damit, mit so einem Vehikel zu fahren. Maria? Okay, dann los. Und ras nicht rum wie ein Wilder, ja? Ich weiß schon, wie ihr jungen Leute heute fahrt. Okay, hört zu. Der Vordereingang ist nachts verriegelt. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen? Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Okay. Du willst an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Hab nur geraten. Er steht im Obergeschoss. Dort ist auch das Büro des Direktors. Da findest du die Schlüssel. Okay, ich steige also hinten durch ein Fenster ein und dann geht's die Treppe rauf zum Büro vom Direktor. Richtig? Richtig. Und sei vorsichtig. Die haben da Nachtwächter. Lass dich nicht erwischen. Ach, scheiße. Super. Nachtwächter. Ah, das ist genau meine Art von Mission. Nicht. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Was ist das? Ein Haus. Okay. Gut. Wir tuckern hier mit 40 durch... Scheiße, wie heißt die Stadt? Hab's vergessen. Ist das New Haven? Nein. Oder? Okay, lass mich hier beim Krankenhaus raus. Das Amt ist gleich gegenüber. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Danke, Maria. Man sieht sich. Links oder rechts? Wahrscheinlich rechts ist ein staatliches Unternehmen, ne? Ja, wahrscheinlich. Unauffällig wie eh und je. So. Hä? Ich stehe fast. Ampel ist rot. Ampel? Oh. Das wäre ja fast schief gelaufen. Hey, du hast rot.
Darf ich jetzt? Jetzt darf ich, ne? Das ist meine Ampel, ja. So, ja, super. Und wieder nicht auf die Karte geachtet. Ah, oh, es ist doch... Es ist ein endloses Trauerspiel mit mir. Ah, es tut mir leid. So, schön hier. Zack, zack. Einmal bitte aussteigen. So. Ich werde diese Mission aber bei Folgenende nicht unterbrechen. Dann wird die Folge hier halt ein bisschen länger. Okay, linker Stick reindrücken ist ducken. Das hatte ich schon wieder vergessen. Okay. Jetzt wird's ernst. Okay. So. Da sehen wir schon auf der Karte drei Wächter. Hä, sind die behindert? Warum haben die das Fenster denn so weit auf? Gibt's auch gar nicht. Okay, okay. So, bleib versteckt, hier sind überall Wachen. Ja. Oh. Haben wir hier irgendwas? Nein. So, wir müssen ins Obergeschoss. Da. Okay. Oh, jetzt bin ich echt ein bisschen angespannt. Scheiße, manuelles Speichern gab's nicht, ne? Oh, Leute. Jetzt bin ich echt ein bisschen... Hä? Ach, die sind wahrscheinlich oben, ne? Was haben wir hier? Wie war das nochmal? Achso. So. Was haben wir hier? Hier ist nichts. So, hier haben wir den Plan. Wir sind jetzt... Okay. Ich glaube, es wäre nicht so klug, den Aufzug zu nehmen, ne? So, wir sind jetzt da. Da sind Toiletten, wenn wir da um die Ecke gehen, da sind die Aufzüge. Da ist to second floor, die Treppe. Gut. Aufzug geht, glaube ich, sowieso nicht. Nein. Ich glaube, die sehen mich auch von oben, ne? Oder? Ja, okay, da ist die Treppe und wir müssen nicht hier hin, sondern einen Stock höher. Gut. Das habe ich gar nicht geguckt. Hier unten läuft absolut keiner rum. Was vor? Oh, Alter. Ja, ich werde mich erholen und Fernsehen. Du hast dir einen Fernseher gekauft? Was? Ein Fernseher? Die kosten so viel wie ein ganzes Auto. Wie kannst du dir das bloß leisten? Oh. Lou ist vor ein paar Monaten gestorben und hat uns ein bisschen Geld hinterlassen. Und du hast dir davon den Fernseher gekauft. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Können wir die verstecken? Eventuell hier drin? Nee, ne? Ja, ey, alles gut. Der macht nur ein Nickerchen. Da, zu der Tür müssen wir. Genau. Solltest das Ding mal sehen. 7 Zoll Schwarz-Weiß-Bildschirm. Kriegt alle drei Kanäle rein. Wow, klingt ja toll. Was, du meinst, du kaufst dir keinen? Ich bleib bei meiner Zeitung und meinem Radio. Dieses Fernsehen ist doch nur so eine Modeerscheinung. Man wird sehen. Ja, und was meint Mary das? Scheiße, was war das jetzt für ein Raum? Die, da ist ein Schild. Die hat ihn noch gar nicht gesehen.
Industrial Specialist? Das ist nicht richtig. Hier können wir sowieso nichts machen. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Hier müsste der Schlüssel sein. Nimm den Schlüssel vom Schreibtisch. Ja, gut. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Okay. Der eine läuft, ne? Der eine bewegt sich. Oh, das wird ja immer besser. Sie besucht ihre Mutter auf dem Land. Oh ja, ich verstehe. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich weiß, das tut mir auch leid, dass ich jetzt hier reingelaufen bin, aber vielleicht gibt es hier irgendwelche Collectibles, Heftchen oder was wir hier noch brauchen. Haben wir eigentlich eine Waffe mitgenommen? Wo muss ich? Hä? Oder von hier? Ach, von hier. Okay. Okay, Scheiße, ist der Safe da drin? Verdammt! Scheiße. Bitte kein Alarm, bitte kein Alarm. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen. Ey, das Ding blinkt aber. Ich meine, so Sicherheitssysteme, da hast du doch trotzdem, auch wenn du einen Schlüssel hast, einen Alarm. Der wird doch nicht automatisch ausgeschaltet. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich ein bisschen verarschen, ne? Scheiße. Ey, Junge. Nur ein Drittel gibt's dann. Es gibt dann nur ein Drittel, das ist nicht gut. Geh raus. Oh! Oh, Scheiße, wie kann ich nochmal? Wie kann ich nochmal in Deckung gehen? Wie geht das nochmal? Ey, das gibt's doch nicht. Okay. Okay. Hier ist der Schlüssel. Option Steuerung. Karte zielen, sprinten, klettern, nachladen, schießen, Menü, ansteigen, Treffer. Einfach Treffer, Schere, Treffer, Deckung. Deckung. Mit X? Spotten, schleichen, ducken. Okay. Und jetzt schnell zum Safe. Tatsächlich. Ha. Gut. Hier. Oh, das wird ja immer besser. Sie besucht ihre Mutter auf dem Land. Oh ja, ich verstehe. Und was siehst du dir auf deinem tollen Fernseher so an? Da hinten stehen die Boys. So. Und den ganzen Scheiß nochmal. Okay. Na klar, der Alarm wurde ausgelöst. Bla bla bla, blibablub. Okay. Ja, komm schon. Kennen wir schon. Komm.
Boy. Das ist er. Ich weiß. Ja, wir müssen eigentlich. Wo war nochmal das Treppenhaus? Bin ich hier richtig? Oh, ich wollte gerade sagen, das muss doch richtig sein, aber irgendwie bin ich mir da gerade nicht mehr so sicher. Nein, das gibt es nicht. Nein! Okay, Leute. Ja. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt genau. Schnell zum Safe. Hier ist der Schlüssel. Ich werde hier einfach in der nächsten Folge einmal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao!